Ja, schönen guten Morgen, liebe Freunde vom Westend Verlag, liebe Freundinnen vom Westend Verlag. Wir haben heute mal wieder Heiner Flassbeck sozusagen zu Gast über die Zoom-Leitung. Guten Morgen, Herr Flassbeck. Guten Morgen. Herr Flassbeck, Sie haben zusammen mit Friederike Spieker vor einiger Zeit den Atlas der Weltwirtschaft herausgebracht. Den darf ich mal kurz hier hochhalten. Das ist ein wahnsinniges Kompendium mit Zahlen, Analysen. Ich weiß, dass Sie sonst auch viel mit Zahlen hantieren. Sie waren ja viele Jahre bei der UNCTAD. Diese Zahlen, die hier zusammengefasst wurden, sehe ich das richtig? Die gibt es so ein zweites Mal nicht auf dieser Welt. Kann man so sagen. Das stimmt. Diese Zahlen sind sozusagen einmalig. Sie sind natürlich alle aus öffentlichen Quellen, aber das Besondere an dem Atlas ist ja die Zusammenfassung und die Interpretation der Zahlen. Es ist ja nicht nur ein Atlas in dem Sinne, dass man etwas gucken kann. Das kann man auch. Bilder kann man gucken. Sehr schöne Bilder, sehr interessante Bilder über die gesamte Weltwirtschaft. Aber es wird ja immer in jedem Kapitel eine Analyse mitgeliefert, die glaube ich, sehr interessant ist, weil sie nicht den Normen entspricht, aber sich eben sehr stark an den Zahlen orientiert. Und das ist der große Unterschied. In der Ökonomik, muss man sagen, ist es ja leider so, dass viele Vorurteile grassieren und die Leute über Dinge reden, für die es zwar Zahlen gibt. Inflation ist jetzt das schönste Beispiel. Die Zahlen aber einfach nicht benutzen, die Zahlen einfach ignorieren. Also die Leute, wenn ich die Leute sage, meine ich auch die professionellen Ökonomen. Ja, Journalisten, auch Wirtschaftsjournalisten. Natürlich. Ich habe gerade vergessen zu erwähnen, Sie haben vor einiger Zeit einen neuen Blog gestartet, die relevante Ökonomik. Genau. Wie der Name schon sagt, unterscheidet es sich von der unrelevanten. Genau, von der irrelevanten Ökonomik. Irrelevanten, ganz genau. Also ich darf mal ganz kurz, wir werden ein, zwei Punkte uns hier rausgreifen und dann verstärkt ein bisschen aus deutscher Sicht das versuchen zu beleuchten. Ich will mal kurz sagen, also es geht hier um die Wirtschaftsleistung in die Welt, es geht um den Konsum, Investitionen, Außenhandel, Wertschöpfung, Arbeitslosigkeit etc. etc. Was die Wirtschaftskraft oder die Wirtschaftsleistung betrifft, was sind da die entscheidenden Blöcke im Augenblick? Wo geht es am meisten ab? Naja, entscheidend ist, das wird ja jeden Tag auch diskutiert in der Öffentlichkeit, ist natürlich das Aufholen Chinas. China ist dabei oder ist schon, je nachdem wie man rechnet, die größte und bedeutendste Wirtschaftsmacht der Welt. Das wird es auf jeden Fall werden, das ist überhaupt keine Frage. Und das allein macht die Amerikaner so nervös, dass sie nun in China einen Feind aufbauen, was ich für fundamental falsch halte. China ist in der ganzen, über viele hundert Jahre eine der friedlichsten Nationen überhaupt gewesen. Es ist überfallen worden, aber es hat selten nach außen selbst Kriege geführt. Es herrscht das Prinzip der Nicht-Einmischung und da sollte man sich auch weiter dran halten. China war extrem erfolgreich über 40, 50 Jahre, sogar jetzt 50 Jahre sind es jetzt schon. Und es ist völlig klar, wenn ein Land so erfolgreich ist, wirtschaftlich so erfolgreich, mit unseren Prinzipien, ja, es sind ja Marktwirtschaft, ne? Mit unseren Prinzipien erfolgreich geworden. Und jetzt machen wir einen Feind daraus, weil sie erfolgreich geworden sind. Das ist doch wirklich in unglaublichem Maße absurd. Und so gibt es natürlich noch andere Fälle. Das hat sich bisher alles immer in Grenzen gehalten, die westliche Phobie sozusagen gegen diese Länder, weil Japan und Korea waren immer doch in irgendeiner Weise abhängig von den USA und waren einfach nicht groß genug. Aber China ist eben sehr groß und das können wir ja nicht ändern. Und natürlich wird ein solches Land, hat es viel Kapital, es schafft Kapital, es hat Kapital geschaffen in diesem Prozess, ne? Das Kapital entsteht immer in solchen Prozessen. Und da sind die Kapitalisten nun erstaunt, dass auch eine kommunistische Partei es schaffen kann, sehr viel Kapital zu schaffen. Also das ist die große Paradoxie. Und daraus macht jetzt auch unsere neue Regierung, Frau Baerbock will ihr Härte zeigen gegenüber China, ja. Machen jetzt ein Fass auf. Man kann über alles reden, man darf auch über Menschenrechte reden, man muss auch über Menschenrechte reden, aber man muss den Ländern auch ihre eigenen Entscheidungen überlassen. Wir haben ja gesehen, jeder Versuch, Nation Building oder so etwas zu treiben, ist schiefgegangen, ist grandios schiefgegangen. Jeder Versuch der Einmischung ist schiefgegangen. Zuletzt Afghanistan, muss man ja gar nicht erwähnen. 20 Jahre Unsinn hat der Westen da produziert. Und das gilt in ganz vielen Ländern. Das ist ja in der Öffentlichkeit gar nicht bekannt. Wenn man, wie ich, Entwicklungspolitik gemacht hat, weiß man ja, in der Entwicklungspolitik wurde nicht 20 Jahre, sondern 70 Jahre jetzt schon nach dem Zweiten Weltkrieg grandioser Unsinn gemacht von den internationalen Institutionen, die wir kontrollieren. Wir, nämlich der Internationale Währungsfonds und die Weltbank,
die Entwicklungsländer mit falscher, vollkommen falscher Wirtschaftspolitik überzogen haben und deswegen auch diese Länder, viele Länder grandiose Probleme haben. Nur die Asiaten haben sich dem entzogen und die machen wir jetzt zum Feindbild, weil sie erfolgreich sind, weil sie nicht unseren Unsinn geglaubt haben, werden sie jetzt zum Feindbild gemacht. Erkennt man in dem Atlas sehr gut. Das sind nämlich die nüchternen veröffentlichten Zahlen, die dann eben so analysiert werden, dass es eben genau ein Bild so entsteht, wie Sie es gerade geschildert haben. Nochmal kurz zu China. Sind das bestimmte Bereiche, in denen China so wahnsinnig toll ist, oder sind es im Prinzip sämtliche Sektoren? Ist es Hightech, ist es Digitales? Wo glänzt China am meisten? Ja, das Irre ist ja, das ist sogar gar nicht ursprünglich jedenfalls nicht originär China war, was geglänzt hat, sondern es waren unsere Unternehmen, die aus China heraus geglänzt haben, sozusagen. Die große Masse des chinesischen Aufholens ist ja durch westliche Unternehmen gekommen. Also wir sind ja dort präsent. Die deutschen Automobilbauer, wird ja gerade wieder diskutiert, bauen jetzt neue Fabriken in China. Klar, weil dieser Markt einfach super interessant ist. Insofern ist auch von daher der Bedrohungsgedanke ist absurd, weil es ja aus unseren eigenen Firmen heraus die chinesische Macht entstanden ist. Aber trotzdem entsteht natürlich in solchem Land eine ungeheure Macht und die ist sehr breit verteilt. Also es ist erstaunlich, in China ist nicht nur ein großer Automobilproduzent, nicht nur ein großer Produzent von Elektronik. China ist auch im landwirtschaftlichen Bereich einer der größten Produzenten der Welt. Wenn man die dumme Frage mal stellt, welches Land produziert am meisten Apfelsaft in dieser Welt, dann ist die einfache Antwort China. Beim Orangensaft ist China nur an zweiter Stelle hinter Brasilien. Aber auch das ist erstaunlich. Oder Tomaten werden in China produziert, Dosentomaten in China. Also viele, viele Sachen, die natürlich auch überzogen sind. Aber es ist ja alles unser Prinzip. Wir haben unsere Firmen dahin gebracht mit hoher Produktivität, mit den dollsten Maschinen. Und haben das mit billiger chinesischer Arbeit kombiniert und daraus haben wir unglaubliche Profite gemacht. Unglaubliche Profite und machen die immer noch. Davon redet natürlich auch kein Mensch. Ne? Stattdessen redet man davon, die Chinesen würden jetzt nicht zulassen, dass wir dort nochmal neue Werke aufbauen oder so, was alles völliger Käse ist. Wir müssen jetzt auch Chinesen ins Land lassen, ganz selbstverständlich, weil wir sind dort ja unglaublich stark vertreten. Hier gibt es dann einen Punkt, der aktuell auch, ich finde, ich weiß nicht, ob er super wichtig ist, aber man diskutiert ihn viel, eben die Verbindung von Handel und Wirtschaftsleistung zu CO2-Ausstoß und Energieverbrauch. Wie sehen Sie denn da im Augenblick oder wie schätzen Sie die ersten Schritte der neuen Regierung in Deutschland ein? Was zeichnet sich da ab? Haben Sie da eine Vorstellung? Ja, natürlich. Ich habe ja auch noch beim Westland Verlag ein anderes Buch dazu geschrieben, ein schönes Buch, das man auch erwähnen darf. Der begrenzte Planet heißt es und die unbegrenzte Wirtschaft. Und in der Tat, da haben wir auch ein globales und ein nationales Problem. Und ich habe den Eindruck, dass diese Regierung jetzt ganz besonders die internationale und globale Dimension überhaupt nicht verstanden hat oder nicht verstehen will. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, wenn man jetzt davon redet, wir machen jetzt hier massiv den deutschen Sonderweg, wir machen den jetzt weiter und wir lehnen Nuklearenergie in Europa ab und in Frankreich, da gibt es ja einen Disput, kann ich nur sagen, da wundere ich mich darüber, weil man ja an vielen Beispielen zeigen kann, und das habe ich gerade auf meiner Seite Relevante Ökonomik gemacht, dass dieser deutsche Weg überhaupt nicht funktioniert. Wir haben immer wieder Phasen, wo Sonne und Wind einfach nicht ausreichend sind. Ne? Wind ist extrem schwach in den letzten Monaten, vor allem der Offshore-Wind, erstaunlicherweise. Die Nordsee bringt keinen Wind mehr zustande, aus irgendwelchen Gründen. Und es gibt jetzt sogar eine Extrapolation von Agora Energiewende, das sind ja die Lobbyisten der Energiewende, für das Jahr 2040. Wenn Deutschland dann 80% im Durchschnitt des Jahres gerechnet Sonne und Wind, also erneuerbare Energien hat, plus noch ein paar Kleinigkeiten, ist ja immer noch Biomasse und sowas dazu, dann bei den Wetterbedingungen dieses Jahres wäre auch im November, wo Dunkelflaute war, also wo keine Sonne schien und kein Wind ging. Ein Fachbegriff, Dunkelflaute. Dunkelflaute, das heißt so mal so, ja. Und dann wäre im November, bei dieser Dunkelflaute im November, Mitte November, vor allem am 16. November, war absolut nichts,
hätte Deutschland unter der Bedingung, dass wir im Jahresdurchschnitt 80% erneuerbare Energien haben, hätte Deutschland 2040 am 16. November mit ähnlichen Wetterbedingungen 80 Gigawatt Strom gebraucht. 80 Gigawatt, das weiß der normale Mensch vielleicht nicht, wie viel das ist. 80 Gigawatt entspricht etwa der Leistung von 40 großen Kernkraftwerken. 40 große Kernkraftwerke fehlen Deutschland am 16. November 2040 bei einem massiven Ausbau der erneuerbaren Energie, wenn die Wetterbedingungen am 16. November genauso sind wie am 16. November 2021. Das ist ungeheuerlich. Und das wird in der Öffentlichkeit nicht diskutiert. Das Interessante ist, dass alle diese Fragen nicht diskutiert werden. Wir haben auch in dem Atlas ganz klar gesagt, man braucht den globalen Blick. Man muss die globalen Märkte in den Blick nehmen. Man muss Öl- und Gasmarkt in den Blick nehmen. Wir sehen jetzt, der Gasmarkt dreht völlig durch. Weil natürlich, warum dreht er durch? Da wird spekuliert mit Gas. Warum? Nun, weil viele Länder verkündet haben, wie Deutschland, wir brauchen Gas als Übergangstechnologie. Wir bauen jetzt Gaskraftwerke. Ja, was denken sich die Spekulanten da draußen? Sagen, ach, guck mal, die Deutschen brauchen jetzt ganz viel Gas und die anderen Länder brauchen wahrscheinlich auch alle Gas, weil sie keine Nuklearenergie wollen und so weiter. Und dann geht der Gaspreis hoch, da geht der aber ins Unendliche vielleicht. Und dann machen wir noch Nord Stream, brauchen wir ja nicht, laut Frau Baerbock, weil wir kein Gas wollen. Aber wir brauchen Gas. Ohne Gas geht es überhaupt nicht. Ohne Gas ist alles das vollkommen undenkbar. Also das ist irre unausgegoren. Und das, was mich ärgert, ist, dass nicht offen diskutiert wird. Ne? Das ist das eigentliche Skandal, ist, dass das alles nicht offen diskutiert wird, sondern alles so unter der Decke gehalten wird. Es wird alles unter den Teppich geschoben und bloß nicht irgendwie ernsthaft diskutieren. Und deswegen sind so viele Leute so frustriert und so unzufrieden. Das hat nicht nur mit Corona zu tun, das ist das generelle Gefühl, hier wirst du belogen und betrogen. Das ist natürlich auch eine Aufgabe eigentlich von Medien und Pressevertreter und Vertreterinnen, solche Themen aufzugreifen und die Politiker zu piesacken und sie mit diesen Fragen zu konfrontieren. Aber auch an dieser Stelle, glaube ich, wirft man eher mit Wattebäuschen. Ich habe einen interessanten Satz bei Ihnen kürzlich gelesen. Man liest natürlich viele interessante Sätze bei Ihnen, aber den fand ich besonders interessant jetzt im Hinblick auf diese Diskussion. Sie sagt nämlich, Deutschland fährt im Prinzip seit 20 Jahren die Diskussion, wir gehen voran, wir machen das, wir zeigen das jetzt mal und dann sehen die anderen, dass es geht und folgen danach. Aber das ist nicht ansatzweise auch nur ein Millimeter irgendwo passiert. Ich glaube, die Medien haben jetzt auch gerade nicht besonders aufgegriffen, dass Herr Macron sich mit Herrn Orban getroffen hat, mit dem bösen Herrn Orban. Also es scheinen sich da auch nochmal so alle Allianzen anzudeuten. Das kann doch eigentlich nicht spurlos an Berlin vorbeigehen. Ich meine, sind das alles Träumer? Ja, ich glaube nicht, dass es an den Beamten allen vorbeigeht. Die sind ja nicht blöd und den Diplomaten, die merken das schon. Aber auf der politischen Ebene kommt es nicht an und darf es nicht ankommen, weil die Politik glaubt jetzt gerade, weil es Widerstand in der Bevölkerung gegen viele Dinge gibt, glaubt sie bloß keine Schwäche zeigen zu dürfen, bloß keinen Fehler gemacht zu haben. Es muss immer alles richtig sein. Ne? Das ist das Merkel'sche Prinzip. Wir machen zwar nichts, wir reagieren immer nur auf irgendwas, was passiert, aber hinterher war das natürlich vollkommen richtig. Ne? Es war vollkommen richtig. Und das ist das schreckliche Merkel'sche Erbe, muss ich wirklich sagen. Also warum Frau Merkel jetzt so bejubelt wird, erschließt sich mir leider nicht. Sie hat nichts gemacht in ihren gesamten 16 Jahren. Sie hat immer nur gewartet, dass irgendetwas passiert ist. Dann ist es passiert, dann hat sie irgendetwas getan. Aber auch das war nicht besonders sinnvoll. Nochmal, um das Beispiel, ein europäisches Beispiel zu bringen, nicht in der Corona-Zeit, das haben wir auch in dem Atlas beschrieben, gab es ja einen massiven Einbruch der Wirtschaftstätigkeit und dann Übereinstimmung in der Welt sozusagen, dass man dagegen halten muss, dass die Staaten mit hohen neuen Schulden dagegen halten müssen, um zu verhindern, dass die Wirtschaft total zusammenbricht. Sie ist ja dann zusammengebrochen, aber es hat sich dann in Grenzen gehalten, es hat sich schnell wieder berappelt, weil die Staaten hohe Schulden gemacht haben. Aber in Europa war das erstmal ein Tabu. In Europa hat Frau Merkel und Herr Scholz als Finanzminister haben so getan, als wir stünden ja besonders gut da. Wir Deutschen stehen ja besonders gut da, weil wir so solide waren in der Vergangenheit, weil wir keine öffentlichen Schulden gemacht haben. Deswegen können wir uns jetzt leisten, dagegen zu halten. Und so getan, als ob die anderen sich das gerade nicht leisten könnten, ne? Und das ist in Deutschland wieder so, das geht in Deutschland immer so alles so locker runter. Ne? Das Schuldenthema ist sowieso ein großes Problem in Deutschland, nicht? Also aber das ist in Deutschland wieder so runtergegangen. Man tut so, ja, wir sind ja sowieso die Besseren, ist ja klar. Wir haben alles richtig gemacht.
Und das ist in Resteuropa massiv aufgestoßen. Und es ging dann bis zu dem Punkt, wo Macron wirklich in einem Interview mit der Financial Times, das ist auch in Deutschland völlig untergegangen, die deutschen Medien berichten ja feinerweise über sowas nicht, weil man will ja die Leute nicht verunsichern wieder, bis Macron in einem Interview mit der Financial Times wirklich massiv gesagt hat, Deutschland ist, hat nichts verstanden und begreift überhaupt nicht, was in Europa los ist. Und dann offensichtlich, dann sind die deutschen Diplomaten in Paris und in Brüssel hellhörig geworden und dann sind sie wahrscheinlich alle zu Frau Merkel gelaufen und haben gesagt, ja, jetzt brennt die Hütte, jetzt brennt die Hütte, jetzt müssen wir schnell was machen. Und was hat Frau Merkel gemacht, als die Hütte brannte, das, was sie immer macht? Sie hat gesagt, jetzt schmeißen wir mal ein paar Milliarden drauf, dann wird wieder Ruhe sein. Ne? Mhm. Und dann hat sie diesen wunderbaren Gipfel gemacht im Juli 20 und hat sich dann bejubeln lassen dafür, dass sie viele Milliarden nach Europa geschmissen hat. Aber alles viel zu spät, falsch am falschen Punkt, nachdem erstmal der Hass und die Wut entstanden sind. Und das ist das Merkelsche Prinzip und das ist schlechte Politik, das ist extrem schlechte Politik, die Frau Merkel gemacht hat. Und das ist nur ein Beispiel für viele andere. Das andere, was ja in dem Zusammenhang zu erwähnen ist, ist der deutsche Leistungsplanüberschuss. Ne? Das ist immer noch ein Skandal. Es ist ein massiver Verstoß gegen die Brüsseler Vereinbarungen, Verträge, gegen die Verträge, gegen die europäischen Verträge. Und in Deutschland wird es total totgeschwiegen. Es wird einfach totgeschwiegen. Wir haben das im Atlas auch nochmal klar gezeigt. Deutschland hat die Währungsunion missbraucht, um sich an eine vorteilhafte Position zu verschaffen durch Lohndumping. Und das wird in Deutschland ist ein Tabu, auch in den Medien, ein vollständiges Tabu. Es wird vielleicht irgendwann mal erwähnt, wenn ein amerikanischer Präsident, Herr Trump oder so, mal was Kritisches sagt, dann sofort geht die Phalanx der Presse los und sagt, nein, der Dummkopf, der hat nichts verstanden. Und es ist aber weiterhin ein großer Skandal, aber er wird nicht drüber geredet. Und auch jetzt die neue Regierung in dem Koalitionsvertrag kommt es nicht mal vor. Es wird nicht mal erwähnt. Vielleicht an dieser Stelle, Herr Flassbeck, erklären Sie noch ganz kurz auch diesen Zusammenhang nochmal mit den Überschüssen im Export und der Arbeitslosigkeit hier und woanders. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der auch in dem Atlas sehr gut aufgegriffen wird. Man denkt da immer so, das eine Land ist mit seiner Arbeitslosigkeit beschäftigt oder das andere so, aber dass eben über die internationalen Warenströme diese Größen massiv beeinflusst werden. Und da hat Deutschland einen erheblichen Missbrauch. Tut es noch, offensichtlich. Ja, tut es immer noch. Wir haben ja immer noch unser... Wie ist da der Zusammenhang mit den Exporten und der Arbeitslosigkeit? Naja, wir haben über unser Lohndumping sozusagen unsere Arbeitslosigkeit exportiert in die anderen Länder und vor allem in die europäischen Länder. Frankreich und Italien. Lohndumping heißt also, die Löhne sind nicht so gestiegen, wie es eigentlich die... Wie sie hätten steigen können, wie sie unter ganz normalen Bedingungen hätten steigen können, gemäß der Produktivität und der Zielinflation der EZB hätten sie stärker steigen müssen. Und das war ja noch Rot-Grün. Rot-Grün hat ja damals massiven Druck auf die Gewerkschaften ausgeübt mit Hartz IV und Agenda 2010. Und in der Folge sind die deutschen Löhne weit weniger gestiegen. Und Deutschland hat sich Wettbewerbsfähigkeit erschlichen, wirklich erschlichen gegenüber dem Rest der Welt und hat dadurch seine massive Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit erreicht und diese Überschüsse erreicht. Das ging alles nur im Rahmen der Währungsunion, weil in der Währungsunion konnten die Länder nicht mehr abwerten. Früher hat Italien abgewertet, wenn es eine solche Situation gegeben hat und Frankreich auch. Jetzt können sie nicht mehr abwerten und dadurch sitzen sie in der Falle. Denn wenn sie jetzt anfangen, die Löhne zu senken, können Sie Deutschland erstmal nicht schnell einholen. Das ist immer noch extrem schwierig, dann Deutschland wieder einzuholen mit seinem Riesenvorsprung, den es hat. Und es schädigt Ihre eigene Wirtschaft dramatisch, wenn Sie die Löhne senken. Also es ist da eine irre Falle aufgebaut. Und das der einzige Ausweg, den es gäbe, wären dann öffentliche Schulden zu machen, nämlich öffentliche Nachfrage zu veranstalten. Und das ist verboten in Europa. Ne? Das ist die geniale Situation, die wir geschaffen haben. Wie lange machen die europäischen Partner das noch mit? Naja, die trauen sich eben nicht. Deutschland ist riesengroß, muss man sehen. Deutschland ist wichtig und der Mut, da wirklich dagegen zu halten, ist begrenzt. Und es ist eben so, wir haben es ja in der Griechenland-Krise gesehen, selbst für ein kleines Land oder gerade für ein kleinere Länder auszusteigen aus der Europäischen Währungsunion ist ein ungeheurer politischer Kraftakt, den kaum jemand zustande bringt. Die Linke wollte das ja damals, aber sie hat das nicht zustande gebracht. Weil es ist wirklich extrem schwer, aus einer Währungsunion auszusteigen. Das darf man sich nichts vormachen. Der Ausstieg ist eine unglaubliche Hürde.
Und deswegen ist der Widerstand immer nur hinhaltend. Wie gesagt, bei Corona gab es massiven Widerstand. Da gab es massiven Gegnerschaft gegenüber Deutschland, was dann zugeschüttet wurde. Jetzt ist das alles wieder beruhigt durch die vielen Milliarden, die Deutschland hingeschüttet hat. Insofern ist das Problem wie immer gelöst sozusagen. Ne? Das ist die Art und Weise, wie Frau Merkel alle Probleme gelöst hat. Wir reden nicht drüber, wir schieben es unter den Teppich und dann ist alles gut. Ne? Ich höre bei Ihnen ein bisschen raus, die Situation ist schwierig, man kann aber nicht vor, man kann auch nicht zurück. In welche Richtung wird sich sowas möglicherweise dann entladen? Das ist ja keine ungefährliche Situation, auch politisch nicht. Naja, wir haben, um das nochmal, die Schuldenfrage aufzugreifen, wir haben jetzt die nächste große Entscheidung, die ansteht, ist in Europa. Alle Länder sind jetzt weit über der Schuldengrenze von 60% am Bruttoinlandsprodukt hinaus, öffentliche Schulden. Und die spannende Frage, die jetzt kommt, ist, wie gehen wir damit um? Und natürlich ja auch in Deutschland, wir haben ja die Schuldenbremse. Und wir sehen jetzt schon, wie es geht. Ne? Das kann man jetzt schon nach ein paar Tagen, große Koalition, sage ich schon, Dreierkoalition, Ampelkoalition, sieht man schon, wie es geht. Es wird wieder unter den Teppich geschoben. Ne? Wir machen nämlich jetzt einen Trick, ne? Wir machen jetzt einen genialen Trick. Wir sind ja Genies in sowas. Wir machen jetzt einen genialen Trick, indem wir 60 Milliarden oder wie viele es sind, die bei Corona nicht gebraucht wurde, aber wegen Corona natürlich aufgenommen wurde, die verschieben wir jetzt einfach mal ins nächste Jahr. Und sagen, damit machen wir jetzt unsere Klimainvestitionen und alles Übrige, ohne gegen die Schuldenbremse zu verstoßen. Und natürlich können wir dann hinterher den Europäern sagen, ach ihr dummen Europäer, ihr müsst euch natürlich an die Schuldenbremse halten. Wir haben uns ja auch dran gehalten. Wir haben nur glücklicherweise geniale Haushälter gehabt, die das Problem einfach mal so gelöst haben, ne? Und ich bin wirklich froh, dass die CDU, ich bin selten froh über etwas, was die CDU tut, aber ich bin froh, dass die CDU zum Verfassungsgericht geht. Und ich hoffe, dass das Verfassungsgericht einmal einen hellen Augenblick hat und wirklich Stopp sagt und sagt, das ist nun Betrug. Und es ist Betrug, es ist gar keine Frage. Es ist und das ist aber wieder, das zeigt doch wieder das Prinzip. Und das ist das, was die Menschen so frustriert. Es zeigt das Prinzip, wir könnten das Problem ja lösen. Wir könnten ja sagen, diese Schuldenbremse war einfach ein Käse. Sie hat eben nicht ihre Flexibilität bewiesen. Das ist auch so ein dummer Satz, den muss ich noch kurz erklären. Das wird immer gesagt, auch von Herrn Scholz dauernd. Die Schuldenbremse hat ja ihre Flexibilität bewiesen, weil sie in der Krise konnten wir Schulden aufnehmen. Nein, das hat nichts mit der Flexibilität der Schuldenbremse zu tun. Das stand da drin. Ne? Das stand im Gesetz. Man hat nur das Gesetz angewendet, dass in einer Katastrophe die Schuldenbremse nicht einhalten muss. Also hat nichts mit Flexibilität. Die Flexibilität kommt nämlich erst jetzt. Jetzt kommt die Frage, kann ich denn zurückzahlen? Unter welchen Bedingungen kann ich denn wirklich zurückzahlen? Und da müsste sich die Flexibilität erweisen. Aber das wird natürlich wieder nicht diskutiert. Und da müsste man jetzt eben in Europa sagen, es ist unmöglich. Die Länder, Frankreich, Italien, aber auch Deutschland können unter normalen Umständen diese Schulden niemals zurückbezahlen. Warum können sie nicht zurückbezahlen? Weil sie dann jemand anderes bräuchten, der Schulden macht, der zusätzlich Schulden macht. Denn der wichtigste Satz in einer Volkswirtschaft heißt, niemand kann sparen, ohne dass jemand Schulden macht. Ne? Oder wie Herr Habeck es einmal in einer hellen Sekunde in einer Talkshow gesagt hat, es können nicht alle sparen. Er hat das irgendwie begriffen. Ich weiß nicht, ob er es wirklich begriffen hat, aber irgendwie hat er das mal gesagt. Es können nicht alle sparen. So ist es genau. Und deswegen, wenn jetzt der Staat spart und Schulden zurückzahlt, muss jemand anders Schulden machen. Wer ist das dann? Ne? Das ist doch die spannende Frage. Und wir wissen, dass die deutschen Unternehmen es schon seit 20 Jahren nicht mehr sind, die Schuldenmacher. Früher haben die Unternehmen Schulden gemacht. Dann war das in Ordnung, da konnte der Staat sich raushalten. Heute machen die Unternehmen keine Schulden mehr, obwohl die Zinsen null sind. Und deswegen sind übrigens die Zinsen auch null, ne? Was hier wird ja auch viel Unsinn geredet. Die Zinsen sind null, weil die Unternehmen sich selbst bei Nullzinsen nicht verschulden. Und deswegen ist die Frage, wer macht denn die Schulden? Soll das wieder das Ausland sein? Aber für ganz Europa, wer soll denn das Ausland sein? Die Amerikaner sollen dann wieder die Schulden für die Europäer machen. Es ist völlig verrückt. Die Unternehmen, die seit 20 Jahren keine Schulden mehr machen, Schulden, um zu investieren in Erneuerungsinvestitionen oder all diese Dinge, das ist damit gemeint, ja? Genau, ja, natürlich. Ja. Früher, vielleicht in den 50er, 60er Jahren, war es völlig normal. Die Unternehmen waren die großen Investoren, haben mit ihren Investitionen auch die Wirtschaft vorangetrieben und haben sich verschuldet. Per Saldo haben die Unternehmen Schulden gehabt. Und das war der Gegenposten zu dem privaten Sparen. Ne? Der Staat und das Ausland waren so um die Nulllinie rum. Die haben sich ziemlich rausgehalten. Es ist nicht viel passiert. Aber seit Beginn der 2000er Jahre haben wir eine völlig neue Situation. Übrigens in vielen Ländern der Welt, nicht nur in Deutschland. In vielen, auch in Frankreich und Italien übrigens, dass die Unternehmen die Schulden nicht mehr machen. So, jetzt gibt es ja nur zwei Wege. Entweder man prügelt die Unternehmen wieder dahin, dass sie Schulden machen.
Das weiß noch niemand, wie das gehen soll. Weiß wirklich niemand. Also gibt es keine einfache Lösung. Oder der Staat muss Schulden machen, sonst gibt es keine Lösung. Und das müsste man diskutieren. Das müsste man jetzt in der deutschen Öffentlichkeit heftig und offen diskutieren. Aber das macht man natürlich nicht. Macht man natürlich nicht. Oder nicht in der deutschen Öffentlichkeit, in der europäischen Öffentlichkeit muss man das diskutieren. Ne? Aber das macht man natürlich nicht, sondern man tut so, als gäbe es jetzt wieder irgendwelche Schleichwege. Ja, wir brauchen zwar Investitionen, aber Geld wollen wir dafür nicht aufnehmen und Schulden wollen wir keine machen. Und wir bleiben ja bei unseren dummen Prinzipien. Und da wird wieder Frust erzeugt. Es wird unglaubliche Frustration in der Bevölkerung erzeugt. Denn die Leute sind ja nicht so blöde, dass sie nicht merken, dass da gemogelt und betrogen wird. Und wenn die Leute dann dagegen aufstehen und sagen, das wollen wir nicht, dann sagen sie, ach, das seid ja eine radikale, extreme Minderheit und die Gesellschaft ist ja nicht gespalten, ne? Überhaupt nicht. Nein. Es ist überhaupt nicht gespalten. Auch gegen jede Evidenz, jeder weiß, dass sie gespalten ist, dass es einen riesigen Spalt gibt. Und dann stellt sich der Kanzler hin und sagt, die Gesellschaft ist einfach nicht gespalten und sind alles Extremisten. Das ist genau der falsche Weg, damit umzugehen. Sie selber leben ja in Frankreich, sind auch sonst viel international unterwegs, auch noch auf Kongressen etc. Wird es denn im europäischen Ausland etwas anders diskutiert ja, als in Deutschland? Wenn Sie sagen, in Deutschland will man davon nichts wissen, es wird nicht diskutiert, ist das in Italien, in Dänemark, in Luxemburg anders? Natürlich, es wird überall anders diskutiert, vor allem in Italien und Frankreich. In Italien und Frankreich wird ganz offen und klar diskutiert, die Schuldenbremse kann in dieser Form nicht mehr bestehen. Und es wird Druck auf die Kommission ausgeübt, die das Vorschlagsrecht hat, da eine Revision zu machen. Es wird Druck auf die Kommission ausgeübt, hier Änderungen vorzunehmen. Das ist ganz eindeutig. Sie erwähnten vorhin den Einbruch der Wirtschaftsleistung, Corona-bedingt. Jetzt habe ich hier am 6.12. in der Tagesschau gelesen, die aktuelle Prognose der Bundesregierung sieht ein Wirtschaftswachstum von 2,6% vor. Sie haben es etwas gesenkt von 3,5% auf 2,6%. Meine Frage zielt jetzt eher dahin, sind solche Prognosen wichtig? Für wen? Wie entstehen die? Sagen Sie mal was zu der Sinnhaftigkeit von Prognosen. Naja, man muss schon ein gewisses Gefühl haben für das, was passieren könnte. Aber natürlich wissen wir das alles nicht. Über ein Vierteljahr hinaus oder so wissen wir praktisch nichts. Und deswegen sind Prognosen, die über ein Jahr hinausgehen, sind schon sowieso unseriös. Also selbst die Wirtschaftswissenschaftliche Institute und der Sachverständigenrat machen ja Schätzungen über ein, zwei Jahre. Die gucke ich nicht mal an, weil das ist völlig absurd. Man sieht ja jetzt, die Institute korrigieren jetzt ihre Prognose für das nächste Jahr von 5% mal plötzlich auf 3,5 runter. In 3 Monaten werden sie wahrscheinlich auf 1,5 oder so runter korrigieren. Also das ist muss man nicht ernst nehmen. Aber man braucht schon Prognosen, man braucht schon den ernsthaften Versuch zu sehen, was passieren kann. Nur es wird bei diesen Prognosen heutzutage einfach das Wichtigste immer vergessen. Das Wichtigste ist das Masseneinkommen, das in der Statistik tatsächlich Masseneinkommen heißt, die Einkommen der Massen. Und die Einkommen der Massen, die steigen eben extrem schwach. Und deswegen ist die ganze Tendenz in ganz Europa, das gilt wieder für ganz Europa, wir müssen übrigens immer über Europa reden und nicht nur über Deutschland, ne? In ganz Europa ist die Tendenz dieser Masseneinkommen extrem schwach, weil die Löhne nicht steigen und weil die Beschäftigung nicht sehr stark steigt. Wir haben in Europa Lohnkostenanstieg im zweiten, dritten Quartal, der ist ganz nah bei der Nulllinie, der ist kurz über Null. In Deutschland war die letzte Tariferhöhung im Durchschnitt der Volkswirtschaft bei 0,9 im dritten Quartal. Das ist alles extrem, extrem niedrig. Das sind ja Nominallöhne, ne? Und davon geht dann die Inflationsrate runter, die jetzt temporär höher ist. Die wird wieder runtergehen, aber die im Moment höher ist. Insofern bleibt bei diesem Masseneinkommen ist nicht viel da. Und darüber muss man wieder reden. Und wenn man darüber redet, dann weiß man auch, wie die Tendenz für die Wirtschaft insgesamt ist. Übrigens ist das in den USA gerade anders. In den USA steigen die Löhne durchaus deutlich kräftiger. Und deswegen ist es auch vollkommen gerechtfertigt, was jetzt die amerikanische Notenbank ankündigt, die Zinsen zu erhöhen im nächsten Jahr. Weil da wirklich dann Inflation gibt es immer nur, wenn die Löhne sehr stark steigen. Die steigen in den USA jetzt noch nicht stark, aber mit 5% in der Größenordnung. Das ist immerhin schon ein Wort. Und insofern ist es gerechtfertigt, da ganz vorsichtig dagegen zu halten. Ja,
An Ihren Ausführungen jetzt zuletzt spürt man ganz deutlich, wie wichtig es ist, über den deutschen Tellerrand hinaus zu gucken, sich diese Verflechtungen und Verwebungen auf der europäischen und auf der Weltebene zu sehen. All dieses ist ganz wunderbar in diesem Atlas geschehen. Herr Flassbeck, wenn man Ihre Arbeit ein bisschen verfolgt, dann weiß man, dass Ihre Texte nicht nur in erster Linie wirtschaftspolitisch quasi das Nonplusultra sind, sondern Sie sind auch ein, aus meiner Sicht, Sozialpolitiker und auch Gesellschaftspolitiker. In dem Atlas steht ganz hinten: Können wir die Erwärmung der Erde aufhalten? Kohle, Öl und Erdgas müssen überall auf der Welt im Boden bleiben. Das ist ein toller Satz, finde ich auch. Also wenn man kein CO2 und keine Energie, keine Energie verbraucht und kein CO2, muss das einfach im Boden bleiben. Was aus meiner Sicht ein bisschen bedeutet, muss es nicht auch ein bisschen gesellschaftliche Diskussion darüber geben, wofür wir das Zeugs aus dem Boden holen, was wir als Fortschritt bezeichnen. Eigentlich uns wird ja viel als Fortschritt vorgegaukelt. Und ich hatte kürzlich mal ein Auto gemietet und jeder kennt es, dass man mit dem Schlüssel die Türen dann von 3 Meter Entfernung aufmachen kann. Aber das musste man mit diesem Auto nicht mal. Das Auto hat gemerkt, ich gehe auf das Auto zu und gut, das ist nett irgendwie, aber muss mir für solchen Fortschritt Energie aus dem Boden holen? Ist was? Muss es dann einen neuen Konsens geben darüber, was wir als Fortschritt bezeichnen? Ja, das stimmt sicherlich. Wir müssen aber das in erster Linie erstmal anerkennen, wenn wir das gesellschaftlich hinkriegen. Das ist wieder aber eine globale Frage. Wenn wir es global gesellschaftlich hinkriegen, dass Kohle, Öl und Gas mehr in der Erde bleiben und nicht mehr maximal gefördert werden, wie es möglich ist, dann müssen wir ganz viele Voraussetzungen dazu schaffen, dass die Menschen das akzeptieren. Wir wollen das ja alles im Rahmen einer Demokratie noch umsetzen, diese Transformation der Gesellschaft. Und dazu ist die entscheidende Voraussetzung zum Beispiel, oder die wichtigste ist, dass wir umverteilen, dass wir eine wirkliche Umverteilung machen zugunsten der ärmeren Teile der Bevölkerung. Denn wenn das Zeug in der Erde bleibt, bedeutet es, dass es teurer wird. Und wenn es teurer wird, können wir nicht die Belastung, die wir gesamtgesellschaftlich wollen, dann einfach auf die ärmeren Teile der Bevölkerung abwälzen. Das wird nicht funktionieren. Das wird in einer Demokratie niemals funktionieren. Wir müssen Arbeitslosigkeit verhindern. Wir müssen vernünftige, gute Wirtschaftspolitik machen. Dann kann man das machen. Dann kann man diese Transformation machen. Aber man kann die Transformation nicht einfach so aus 0,0 machen. Wir machen jetzt mal Transformationen, aber Umverteilung machen wir nicht. Das steht im Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag steht es explizit drin. Da steht, wir machen die Transformation, aber Umverteilung darf es nicht geben, weil die FDP es natürlich nicht will. Und das ist schon mal ein Widerspruch in sich, ein grandioser Widerspruch. Und man muss es vor allem auf der globalen Ebene machen. Und dann, glaube ich, sind die Gesellschaften auch bereit, sich anzupassen, und die Menschen sind in der Lage, sich anzupassen. Okay, einen Satz noch vorher. Gibt es so etwas wie qualitatives Wachstum? Naja, natürlich gibt es qualitatives Wachstum, aber es muss sich eben in den Preisen widerspiegeln. Es muss sich darin widerspiegeln, dass wir bereit sind, für diese Stoffe mehr Geld zu bezahlen. Und dann wird es sich automatisch ergeben. Wir werden dann weniger Auto fahren, wir werden weniger verrückte Sachen machen, wir werden vielleicht auch keine Autorennen mehr haben oder so ein Quatsch und weniger fliegen. Das mag alles sein, aber es muss, wie gesagt, ein globaler Ansatz sein. Er muss sozial gerecht, vernünftig sein und er muss demokratietauglich sein. Das heißt, wir müssen auch verhindern, dass dadurch durch diese Transformation Arbeitslosigkeit entsteht. Ja. Er darf nicht bestimmt werden auch, sondern es muss gesellschaftlich im Konsens herbeigeführt werden. Nicht? Genau, und diskutiert werden. Ja. Ja. Herr Flassbeck, der Wirtschaftsatlas findet eine Fortführung. Es wird ein zweiter Atlas folgen. Jetzt dieser hat den Schwerpunkt Corona gehabt. Haben Sie schon eine Vorstellung, wo da die Reise hingeht? Ja, wir beginnen zu diskutieren. Also der Atlas, Friederike Spieker und ich, wir diskutieren jetzt die Themen, die neuen Themen, die dazukommen. Es wird natürlich, einige der Standardthemen werden bleiben, aber es werden sicher neue dazukommen. Ein Thema ist zum Beispiel Osteuropa, wo wir große, große Probleme sehen. Das sollte man wahrscheinlich in einem eigenen Kapitel behandeln. Wir werden den Klimawandel nochmal von einer neuen Seite aufgreifen und zeigen, wie die Preisentwicklung in der Vergangenheit gewesen ist und wie sie sein müsste. Ein großes Thema ist, haben wir auch schon vorhin angesprochen, China und Direktinvestitionen in dieser Welt. Das hatten wir im ersten Atlas aus Datengründen noch nicht geschafft. Das würde im nächsten dann auch
eine große Rolle spielen. Es gibt noch ein paar andere Ungleichheit. Die Ungleichheit müssen wir auch noch mal und stärker aufgreifen als beim letzten Mal. Also da gibt es viele Themen und ich hoffe, wir schaffen es im Laufe des Jahres bis zum Ende des nächsten Jahres dann einen neuen Atlas herzustellen. Bis dahin ist der jetzige Wirtschaftsatlas ein unerlässliches Medium, um wirklich groß zu erfassen, was sich wirtschaftlich auf der Welt in Verbindung der Kontinente, Handelsströme, Arbeitslosigkeit etc. tut. Herr Flassberg, haben Sie ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann sage ich bis zum nächsten Interview. Bis bald. Vielen Dank. Danke. Tschüss.